gehen in die 12. Klasse und haben Darstellendes Spiel gewählt. Und wir haben es hauptsächlich deswegen gewählt, weil es einfach mal was anderes ist als der herkömmliche Unterricht und weil wir uns alle drei für Schauspiel interessieren. Wir lernen über die Entstehung des Theaters und die Grundlagen des Schauspiels und auch, wie wir uns verbessern können. Und dafür finden wir uns in Gruppen zusammen, mit denen wir dann die Szene arbeiten. Und heute wollen wir euch einfach mal bei diesen Szenen mitnehmen, also wie wir die gestalten. Und let's go! Und ja. Am Anfang jeder Stunde wärmen wir uns zusammen auf. Unsere Lehrerin liest uns die Übungen vor, dadurch lassen wir unseren Alltagsperson los und können uns somit gut auf die Rollen, in die wir später schlüpfen werden, konzentrieren. Hier seht ihr nur einen Teil der Übungen. Wir machen Übungen für den Körper, für die Stimme und für unseren peripheren Blick. Der periphere Blick dient dazu, seine Mitmenschen in der Umgebung wahrzunehmen, ohne mit ihnen direkten Blickkontakt aufzunehmen. In einem Theaterstück ist dies sehr wichtig, um seine Mitspieler auf der Bühne immer im Blick zu haben. Meistens kriegen wir dann als erstes einen Informationstext von unserer Lehrkraft, den wir dann erstmal durcharbeiten. Und jetzt haben wir zum Beispiel das Thema Ticks und sollen uns jetzt eine Szene erarbeiten, in der alle Personen einen Tick zur Verstärkung des Charakters haben. Wir haben uns jetzt eine Szene ausgedacht, bei der ein schwangeres Pärchen zur Untersuchung zur Ärztin geht. Und wir haben den jeweiligen Charakteren einen Tick zugeordnet. Das kann entweder ein motorischer oder ein vokaler Tick sein. Der Ärztin haben wir einen motorischen Tick zugeordnet. Sie hat den Tick, immer etwas anzufassen. Der schwangeren Frau haben wir einen vokalen Tick zugeordnet. Sie setzt zwischen ihre ganzen Wörter immer ein M. Und dem Mann haben wir auch einen motorischen Tick zugeordnet, der aus Nervosität immer mit seinem Bein wackeln muss. Genau, und wir üben das jetzt und dabei nehmen wir euch auch ein bisschen mit. Also zum Üben suchen wir uns meistens eher einen ruhigeren Ort und da wird es dann auch ein bisschen lustig, weil wir uns nicht immer zusammenreißen können beim Üben. Und wir spielen die Szenen dann vor der Klasse vor und die geben uns dann Feedback. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, was die anderen Mitschüler aus der Aufgabenstellung für Ideen gezogen haben. Genau. Hier üben wir gerade unsere Szene ein und in der darauffolgenden Szene könnt ihr weitere Mitschüler sehen, die gerade unserem Kurs ihre eingeübte Szene vorführen. Dabei starten sie zunächst ohne Theaterwissen und steigern sich im Laufe der Szene bis hin zu einem ausgeweiteten Theaterstück mit Requisiten und Kostümen. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelschweif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch grünen Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten, schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, siehst du nicht dort Erlkönigstöchter am finstern Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leid angetan. Ja, Jonas? Ja, also ich fand, ihr habt die Punkte des neuen Punktefelds gut ausgenutzt und dementsprechend kam auch eine gute Wirkung zustande und dementsprechend war es auch eine dynamische Vorstellung, das hat mir schon gut gefallen. Ja. Ich finde, ihr habt die Kostüme passend gewählt zu dieser Rolle. Ihr habt euch auch sehr gut hineinversetzt und als Zuschauer hat man sich so gefühlt, als wäre man in diesem Geschehen mittendrin.